schauen uns mal an, wo hier die Ponys so vereinzelt sind. Das ist ja wirklich für Ponys perfekt. Ist alles nicht ziemlich nieder. Ah, da können sie auch. Die können, die Ponys können kochen hier. Ja. Weißt du, was ein Pony ist? Was ist eine Tasche. Eine Tasche? Im schlimmsten Fall. Ist das machen wir eine Tasche daraus. Ja, warum nicht? Es kann was tragen. Ein Pferd, ja. Und was kann man auf einem Pferd? Ja! Sie haben eins der fünf Ponys gewonnen. Futter, alles, was man für die Ponyhaltung braucht, wird Ihnen kostenlos zur Verfügung gestellt. Sie müssten sozusagen nur die Patenschaft über dieses Pony übernehmen. Wir können ja mal den Balkon von Ihnen besichtigen, wo das Pony unter der Woche bei Schlechtwetter steht. Das Pony ist sehr klein. Gut. Das ist ja fantastisch. Herr Römer, ein italienischer Gourmetladen. Das ist doch für Ponys perfekt. Ja, es fängt an bei Ponys den Olivenbäumen. Lieben ja und italienische Gourmetware. Vor allem Spaghetti al dente ist super für Ponys. Ab und zu ein bisschen Prosciutto. Ja. Aber das letzte Pony, das wir hatten, ist erstickt. Also wenn es nicht Köffel kurz reinkommen? Sie dürfen das Pony ja unter der Woche bei sich behalten. Den Balkon würden wir gern sehen, wo das Pony ja unter der Woche sein kann. Das ist aber jetzt ein Schmäh. Das ist kein Schmäh, das ist ein. Der Herr Kirchsteiger hat gesagt, das. Kirchmeier. Ja, Herr Roth. Sie haben ja auch schon Katzen, also würde das Pony wahrscheinlich hervorragend dazu passen. Dürften wir den Balkon sehen, wo es unter Nein, der Woche ich mag, also ich, mir kommt das überhaupt ein bisschen einwandig jetzt vor. Aber jetzt warum? Bekommen ja die Ponybox dazu. Sie müssen ja nur das Pony füttern. Was für die. Hallo! Ja, das ist ja unglaublich. Servus. Hallo. So sehen glückliche Gewinner aus. Wie sehen glückliche Gewinner aus? Alle haben ein Herz. Ein Herz für du bist fünf. Ein gelbes Herz für braune Ponys. Kommen Sie mit, nicht stehen bleiben, weil sonst bleibt das ganze Ding stehen. Das ist meine Erfahrung. Herr Roth, hier bin ich. Herr Roth, kommen Sie, trauen Sie sich. Ja, dürfen wir? Das ist aber wunderbar. Bitte schön. Sie können ja hier schon Dressurreiten veranstalten. Das ist aber eine gepflegte Adresse für ein Pony. Den Boden müssten Sie schützen, wenn das Pony auf den Balkon geht, natürlich. Ja? Da bekommen Sie aber auch vom Herrn Kirchsteiger dann die. Diese Pflanze müssten Sie auch schützen, falls das Pony draußen steht. Weil das ist innerhalb kürzester Zeit bis daher abgegrast. Oder wie sagt man, abgeäst? Geäst, Herr Roth, geäst. Ja. Welche Lieder habt ihr denn zuletzt gemeinsam gesungen? Dann singen wir jetzt gemeinsam ein Lied. Hm? Hand geben. Hand geben. Das passt zu uns. So. Aber Liftfahren trauen Sie sich, Herr Roth. Herr Römer, es genügt. Sie müssen nicht dauernd auf einen Schwächen herumreiten, ja? Reiten ist gut, wofür die jetzt Ponys verschenken. Ein kleines Wortspiel, Sie haben es gleich geschnallt. wir fahren jetzt in den 17. Stock. Ja, das geht nur nicht bei unserem Balkon. Warum nicht? Weil wir dann am Balkon, als Wirtschaftsbalkon, haben mit den Katzenkisten und vorhin sitzen, dann haben wir das schon. Gibt es eine andere Möglichkeit? Nein. Ein Zimmer ausräumen oder? Nein, das habe ich eigentlich nicht vor. Ich kann eigentlich den Gewinn nicht annehmen. Das ist sozusagen, das mit Pony war natürlich ein Scherz. Ja, natürlich. Natürlich. Ja, so, jetzt natürlich. Tun Sie nicht so, im ersten Moment haben Sie sich geschreckt. Das war mir schon klar. Die Monika ist Zeugin, dass Sie allen Ernstes geglaubt haben, Sie bekommen jetzt ein Pony. Ja, das habe ich am Anfang schon noch geglaubt. Ja.